tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch auf vielfachen Wunsch eines einzelnen mein Barnett vor. Barnett ist die Weiterentwicklung von Schuppert und hat wie dieses einen Mono-Geist-Typ, womit es eine Schwäche gegen Geist und Unlicht, eine Resistenz gegen Käfer und Gift sowie eine Immunität gegen Normal- und Kampfattacken hat. Barnett kann seit der 6. Generation außerdem eine Mega-Entwicklung vollziehen. Barnetts Statuswerte reisen einen erstmal nicht wirklich vom Hocker. Mit Ausnahme vom guten Angriffswert hat es lediglich einen durchschnittlichen Spezialangriff und der Rest der Werte ist eher unterdurchschnittlich. Im Mega erhöht sich der Angriff stark und der Rest der Werte leicht. Das Wichtigste hier jedoch ist die Mega-Fähigkeit, Strolch. Diese Fähigkeit gibt allen Statusattacken plus 1 auf die Priorität. Die EV verteilen wir voll in KP und Angriff. Ein hartes Wesen maximiert den Angriff, wodurch es im Mega auf ganze 471 Punkte kommt. Als Attacken nimmt man Dunkelklaue, Tiefschlag, Irrlicht und Abgangsbund. Als Item nimmt man ein Barnettonit, weil Barnett ohne Mega nicht sonderlich viel rausreißt. Dunkelklaue ist eine solide Step-Attacke mit erhöhter Crit-Chance. Tiefschlag gibt zwar kaum Coverage, hat aber dafür auch eine erhöhte Priorität. Alternativ kann man hier auch einen Schattenstoß spielen. Irrlicht verbrennt den Gegner und sobald Barnett mal gemegert ist, hat die Attacke auch erhöhte Priorität. Abgangsbund ist die letzte kleine Gemeinheit von Mega Barnett. Durch Strolch erhält diese Attacke auch eine erhöhte Priorität. Barnett kann also, wenn es wenig KP hat und durch die nächste Attacke besiegt werden würde, einfach Abgangsbund nutzen und den Gegner anschließend mitzunehmen. Wenn ihr Barnett spielt, dann solltet ihr es irgendwo reinwerfen, wo ihr es sicher megern könnt. Seit Generation 7 werden zwar die Initiative-Werte sofort übernommen, allerdings zählt die erhöhte Priorität von Statusattacken noch nicht. Sucht euch also ein Pokémon aus, das euch entweder wenig Schaden machen kann, oder ein Pokémon, das langsamer als 75 Initiative ist, um euch zu megern. Idealerweise habt ihr dann auch noch einen physischen Angreifer vor euch und könnt ihn direkt mit Irrlicht verbrennen. Kloppt anschließend mit Dunkelklaue oder Tiefschlag rum und nutzt Abgangsbund, wenn ihr meint, dass ihr den nächsten Angriff nicht mehr überlebt. Gute Teampartner für Barnett sind Unlicht-Pokémon, da Unlicht sowohl Geist- als auch Unlicht-Attacken resistet. Eine spezielle Evolve wie Chanera ist auch nie verkehrt, da Barnett mit speziellen Angreifern mehr Probleme hat als mit physischen. Sonst braucht Barnett nicht sonderlich viel Support. Es wird für euren Gegner sowieso schwer genug sein, das Teil loszuwerden, ohne dass ihm irgendwas dabei drauf geht. Das war's jetzt aber erstmal von der guten alten Bitch-Pussy und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.